Hund. Diese Körperlosigkeit ist kaum auszuhalten. Ich kann nicht mal die einfachsten Dinge tun und meine Zauberkraft reicht gerade für gewöhnliche Zauber. Ich muss eine Lösung finden. Das Amulett von Valetudo. Das müsste die nötige Kraft haben, um mir meine Macht zurückzugeben. Und wenn ich meine Macht zurückhabe, dann kann ich auch meinen Körper regenerieren. Wo finde ich das Amulett? Vielleicht kann mir mein Spiegel weiterhelfen. Da ist es. Ein Mädchen trägt es. Schützt seinen Träger durch einen Bannzauber vor feindlichen Absichten. Ich brauche jemanden mit guten Absichten. Ich brauche einen Helden. Oder besser zwei. Aha, da hätten wir schon einen Trottel. Das wird funktionieren. Und was ist das? Es muss reichen. Dann los. Nicht lustig! Los jetzt, ihr Trottel! Wo bin ich hier? Ich war doch gerade noch in einer Schlacht. Ich habe euch nicht zum Kämpfen hergeholt, sondern ich habe eine wichtige Aufgabe für euch. Dort hinten ist ein Wald. Ihr findet dort ein junges Mädchen. Sie trägt ein Amulett. Bringt es mir! Und warum sollten wir das tun? Und was springt dabei für uns raus? Also für mich? Ihr edlen Recken, ihr habt ja keine Ahnung. Dieses arme Mädchen steht unter einem fürchterlichen Fluch des Amuletts, das sie trägt. Und ihr müsst es mir bringen, damit ich es zerstören kann. Dieses wunderschöne Mädchen und der Rest der ganzen Welt wird euch ewig dankbar sein. Hübsche Jungfrauen in Not? Ihr habt genau den richtigen gerufen. Ich hoffe, ihr enttäuscht mich nicht. Andernfalls kann ich euch leider nicht zurückschicken. Sind wir hier eigentlich noch in den Mittellanden? Ich glaube nicht, dass wir noch da sind. Wie? Das geht aber nicht. Meine Freunde daheim, die brauchen mich in der Schlacht. Sie brauchen den mutigen Gregor von Weißenstein. Kümmert ihr euch um die Schlacht. Ich werde mich der holden Maid widmen. Was immer ihr meint. Ich muss jetzt los. Andererseits kann ein Gregor von Weißenstein einen Hilferuf nicht unbeantwortet lassen. Verdammt, und ich dachte schon, ihr habt's nicht so mit Frauen. Zweifelt ihr an meiner Ehre? Wen haben wir denn da? Du wirst jetzt mit in die Stadt kommen und unser hübsches Sümmchen auf dem Sklavenmarkt einbringen. In die Stadt? Na gut, da wollte ich sowieso hin. Ihr holle Maid, sie ist weg! Wir müssen schneller hier! Aber
ich klappe das Kuchen sowieso nicht. Hey, ich will bleiben! Verschwinde, Gesindel! Mein Name ist Don Carlos. Ihr könnt euch später bei mir bedanken. Ha! Wieder mal ein glorreicher Sieg! Olmeid? Prahlt ihr von dem Kampf, den ich alleine bestritten habe? Gebt mir das Amulett. Endlich meins. Das Amulett von Maletulo, gib es mir wieder. Ihr habt kein Recht, es mir wegzunehmen. Kleines, der grauen Hexe befiehlst du nichts. Etwa die graue Hexe? Ihr habt in einem Experiment nicht nur euren eigenen Körper zerstört, sondern auch Tausende von Menschen mit in den Tod gerissen. Genau die. Doch in einer Sache irrt ihr. Dank eures Amuletts habe ich meinen Körper zurück. Das werde ich nicht zulassen. Ich denke, wir kommen nun zum angenehmen Teil der Reise. Für mich bedeutet das ein Gerstensaft, eine schöne Frau. Für euch, man sieht ja schon, ihr seid ganz heiß, zurück zu euren Kameraden in die Schlacht zu kommen, nicht wahr? Ich denke, ich werde die Schlacht noch etwas ruhen lassen und euch zu eurer eigenen Sicherheit begleiten. Ja, wenn das ja geklärt wäre. Marmelade kochen kann. Manche benutzen ja Zimt, um das abzuschmecken, aber ich bevorzuge eigentlich Vanille. Obwohl so ein bisschen Anis schadet auch nie. Was mögt ihr denn am liebsten? Ich glaube, ihr seid so der Typ von Stachelbeere, oder?